Jo Leute, moin moin, seid herzlich willkommen zu einem neuen Clash Royale Video hier auf YouTube und das Ganze wieder live im Stream aufgenommen, weil im Stream aufzunehmen ist irgendwie, keine Ahnung, die Atmosphäre ist viel besser so. Ich habe einfach viel mehr Stimmung drauf von Anfang an so. Ja, und das Ganze heute hier tatsächlich so aufgenommen, wie ich es wirklich gerne machen würde, auch in Zukunft, nämlich direkt vom Handy. Ja, es funktioniert alles schön, hier per Kabel an den PC übertragen, kostenlos und ohne Elgato. Falls ihr wissen wollt, wie das geht, dann schreibt es auch mal in die Kommentare. Dann mache ich da gerne mal ein Tutorial dazu. Ich habe ja schon mal ein Tutorial dazu gemacht, wie man einfach Casual auf dem PC spielen kann, über BlueStacks halt. Aber wenn ihr wollt, dass ich mal das Ganze hier auch mache, wie man das so machen kann, über Kabel an den PC übertragen, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare und dann mache ich das nach. Ja, der Chat schaltet auch schon. Schön, hi YouTube, ja, Hallöchen, ja. Wenn ihr auch mal im Stream dabei sein wollt und auch mal hi YouTube schreiben wollt und dann halt im Video auch mal dabei sein wollt, wie hier die Leute gerade, dann kommt einfach mal vorbei, twitch.tv/mundidismo.tv. Ich streame meistens in den Morgenstunden oder manchmal auch bis am Abend oder Nachmittag, relativ spontan. Folgt mir am besten einfach mal auf Twitch oder auf Twitter, da kündige ich ja immer schön an, wann ich streame übrigens. So, ja, was haben wir heute hier geplant? Erstmal ein schönes Chess-Opening, ja, hier. Kisten, die ich mir erspielt habe, also ich habe alle Kisten erspielt eigentlich. Bei Goldtruhen eine epische Kiste, zwei Gratis-Truhen und eine Kronentruhe. Und die wollen wir auch gleich öffnen. Aber zuerst müssen wir uns unbedingt dieses Replay ansehen, ja? Weil ich habe vorhin erspielt hier im Stream. Das war das letzte Replay, bevor ich, das letzte Game, bevor ich die Kronentruhe voll hatte. Wir spulen hier mal ein bisschen vor. Und ich habe ja am Anfang ein bisschen kassiert. Dann habe ich meinen Miner vorgeschickt. Ich mache mal doppelte Geschwindigkeit einfach. So, dann kann ich mit meinem Dual Musketieren. Er hat einen Schweinereiter gehabt. Und das Ding ist, ne, ich habe es wirklich so knapp gewonnen. Ihr müsst euch das jetzt einfach angucken. So, vor allem der Schuss ist entscheidend. Er hat auch schon so ein bisschen provoziert, ne? So mit Thumbs up. Ja, ja, machst du gut. Werde aber trotzdem gewinnen gegen dich. Er hat dann den Fireball gehabt, ja. Der hat den Fireball teilweise nicht immer auf meinen Musketier geschossen, glaube ich, so viel ich weiß. Aber wir gucken jetzt einfach mal, wie es hier weitergeht. Weil auch die Entscheidung kam ziemlich weit am Schluss dann erst. So, hat dann auch Elite-Bauern gehabt, der war Level 9, na. Ich bin gerade mal Level 7 mit dem Account. Ich habe meinen Turm dann auch da gekriegt, den ersten. Ich habe noch relativ wenig Schaden gemacht bei ihm. Habe auch gedacht, so, ja, werde ich eh nicht mehr schaffen. So, jetzt kommt hier ein Loot rein. Ja, looten könnt ihr auch, wenn ihr eine spezielle Nachricht für euch haben wollt hier im Stream, könnt ihr das machen, auch unbedingt mal vorbeischauen, ne. So, danke auf jeden Fall für diesen Loot. Gut getimed, würde ich behaupten. So, jetzt seht ihr das hier, ne? 20 Sekunden noch. 20 Sekunden, ich hau den Miner rüber. Der Miner kriegt den Turm. Nice. 10 Sekunden vor Schuss, ich bin wieder back in game. Ich schieße die drei Musketiere. So, und jetzt müssen wir hier unbedingt halbe Geschwindigkeit. Ups, okay. Fehl. Wir machen es doch mal. Wir müssen das echt nochmal angucken. Das Ende, ja? Das Ende ist einfach das Wichtigste. Da war ich ein bisschen zu schnell, beziehungsweise habe zu langsam getippt. Also, am Ende, ich habe 10 Sekunden vor Schluss im Prinzip einfach seinen Turm da noch gekriegt mit dem Miner. Dann relativ aggressiv, drei Musketiere einfach da in die Mitte gesetzt. Er hat sich aber entschieden, die nicht mehr wirklich zu verteidigen. Und dadurch hat er verloren. Aber das zeigen wir jetzt noch mal ganz kurz. Oder wir schauen uns das jetzt noch mal ganz kurz in halber Geschwindigkeit auch an. Weil da kann man es wirklich sehr, sehr gut sehen. Und das war wirklich, er hat da auch die Elite bewahren. Aber er hat die Elite bewahren auf meiner Seite damals gerade gesetzt. Es war so knapp einfach, ja, es war so knapp. Die Elite waren, ich glaube, irgendwie ein paar Millisekunden vielleicht, ne? Ein paar Millisekunden und mein Turm wäre auch down gewesen. So, jetzt machen wir mal eine halbe Geschwindigkeit. Miner kriegt da den Turm. Zack. Jetzt haben wir noch 10 Sekunden. Noch 10 Sekunden übrig. Ich glaube, jetzt habe ich gedacht, er setzt einen Schweinereiter wahrscheinlich dann. Er hat ihn aber noch nicht auf der Hand gehabt. Er hat sich entschieden, Elite waren zu setzen. Dann gleich. Ich habe aber vorher schon die drei Musketiere gesetzt. Greift seinen Turm an, die Elite-Bebauern stürmen hin. Ich habe die gesappt, ja. Hätte ich den Sept wahrscheinlich nicht gemacht, hätte ich höchstwahrscheinlich verloren. So, ich habe dann noch Firespirits gesetzt. Und jetzt der letzte Schuss, ja. Seht euch den letzten Schuss an und wie knapp dieser Elite-Bebauer einfach davor war, den Turm zu hitten, ja. Mein Turm hatte 2 HP, ja. Also wirklich, die Kugel von dem einen Musketier, die kam nur einige wenige Sekunden, ja. Die kam wirklich nur einige wenige Sekunden später an, nur einige Sekunden früher an, so einen Hit vom Elite waren. Das ist wirklich ein unglaublich knapper Win. So, übrigens einfach mal Hallöchen an alle Leute, die im Stream sind. Und wir sagen, oder wie kurz an, wir öffnen jetzt hier insgesamt 7 Kisten. Wir beginnen mit den Gratis-Truhen.
Sack, erstmal, ja, drei Musketiere, nice. Die mal Level 6 zu haben, wäre natürlich nice, aber das ist erstmal Level 5 und das reicht eigentlich auch. Das ist übrigens so das Deck, mit dem ich hier aktuell spiele. Ich bin damit jetzt auf 2400 Trophäen mit Level 7, ist glaube ich ganz anständig. Momentan möchte ich hier jetzt einfach auch die Normal Card so ein bisschen auf Level 8 mal bringen. Den Ritter habe ich ja schon Level 8. Und dann als nächstes, ja, ist auf jeden Fall Mega Min auf Level 5 das Ziel. Aber gucken wir mal. So, als nächstes würde ich sagen, wir öffnen drei Goldtruhen. Mal gucken, was hier drin ist. Und da kommt der nächste Loot rein. Dankeschön an die Person auf jeden Fall. Sei gegrüßt. So, drei Mega Min und Eisen Skelett ist sehr schön. Das brauchen wir auf jeden Fall. So. Zap ist auch okay. Und drei Musketiere. Nice. Also drei einzelne Musketiere. Nicht drei Musketiere. Das wäre natürlich auch schön gewesen. So, wieder Elite bauen und Rakete. Alright. Hier soll es an die Kronentruhe. Und zum Schluss dann noch die epische Truhe. Weil vielleicht eine die epische Truhe zuerst öffnen sollen. Ich weiß nicht. Guck mal. Die epische Truhe, die. Oh, Eisgeist freigeschaltet. Sehr schön. Bin ja noch nicht so lange Arena 8 hier mit diesem Account. So, jetzt kriegen wir noch relativ viele normale Karten. Wieder Pfeile. Also, ich habe schon so viele Pfeile. Pfeile kann ich auch schon Level 8 machen. Aber ich habe im letzten Chest Opening ja auch so, aus der Giant Chest gezogen. Na gut. Gut, jetzt noch die epische Kiste. Hier ist kein Gold drin. Riesenskelett freigeschaltet. Okay. Dreimal Spiegel. Fünfmal Prinz. Okay, ich weiß nicht genau, wie viele Karten noch drin sind. Noch drei oder vier müssen drin sein. Ne, sieben. Siebenmal den Golem. Okay. Nicht schlecht. Was war das jetzt für eine Kiste? Moment mal. 15 Karten waren drin. Das heißt, es müsste. Die müsste aus Arena 5 noch haben, die epische Kiste hier, ne? Okay, schön. Wir haben einen Eisgeist freigeschaltet zum einen und zum anderen das Riesenskelett. Und Golem damit auch direkt schon mal auf Level 3. Sehr schön. Ja, ich denke mal, ich werde auf diesem Account demnächst mal ein paar Golem-Decks ausprobieren, so wie es aussieht, ne? Ja, Leute, ich würde sagen, schreibt mal ein paar Dinge in die Kommentare, was man mit dem Golem machen könnte auf diesem Account, ich weiß nicht. Naja, aber auf jeden Fall, was mich interessiert, wollt ihr ein Tutorial haben, wie das hier geht? wie das hier geht, dass man so ganz normal, kostenlos, Clash Royale, auch auf dem PC übertragen kann oder streamen kann. Oder auch aufnehmen kann, wie auch immer. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr Lust drauf habt. Und ansonsten würde ich einfach mal sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und peace out.